Es ist wieder Montag, liebe Zuschauer. Das heißt, wir können Sie ganz herzlich begrüßen zu Schröders Nebenwerte-Watchlist, die natürlich gehegt und gepflegt wird von Michael Schröder vom Anlegermagazin, der Aktionär. Hallo Michael, wir fangen Hallo. gleich mal an mit König und Bauer. Du hast ja schon angekündigt, es tut sich jetzt was hier auf deiner Watchlist. Und bei König und Bauer ist ein schönes Beispiel dafür, weil der Widerstand von 55 Euro jetzt endlich geknackt wurde. Du sagtest im Vorgespräch, ich soll einfach immer nur fragen, warum? Das reicht. Ja, und Also, warum? ich hab aber auch gesagt, darum wäre die Antwort. Aber das darum liegt ja hier auf der Hand. Man sieht es hier schön. Wir haben hier eine schöne Konsolidierung dieses Moves gehabt. Jetzt haben wir den Move wieder gehabt. Jetzt haben wir die nächste Konsolidierung. Es ist eigentlich nur noch eine Frage von Tagen, vielleicht sogar Stunden, dass wir den nächsten Move sehen. Und der dürfte dann Richtung 60 Euro gehen. Gut, fundamental ist das Ganze auch ein bisschen hinterlegt. Wir sehen diese Woche noch die endgültigen Zahlen im Geschäftsbericht für 2016. Vorabzahlen waren schon da, waren klasse, waren stark. Und eine neue Mittelfristprognose hat es auch schon gegeben, die hat die Aktie eben hier wieder nach oben katapultiert. Aber Fakt ist, der Trend ist intakt und ich gehe mal davon aus, dass wir vielleicht mit diesen endgültigen Zahlen noch ein paar Details für 2017 sehen und dann werden wir erkennen, dass König und Bauer tatsächlich margenseitig jetzt deutlich besser unterwegs ist, als der ein oder andere noch annimmt. Also ich rechne hier mit einem steilen Gewinnanstieg im laufenden Jahr und auch in den nächsten Jahren und gleich ist eben für die Aktie. Also der nächste Move sollte die König und Bauer Aktie Richtung 60 Euro führen. Kurzfristig, mittelfristig, sagen wir jetzt an dieser Stelle einfach mal, wird sich der Aufwärtstrend der letzten Jahre fortsetzen. Das hört sich gut an, da muss ich gar nicht weiter warum nachfragen. Das ist ein schönes Paket. Bei Bilfinger, was gibt es denn da Neues? Tja, was gibt es bei Bilfinger Neues? Bilfinger, jeder kennt Bilfinger vielleicht noch als ja als Baukonzern, der schon mal über eine Autobahn gefahren ist. Früher Bilfinger war immer einer der Gründe, warum es in Stau gab, immer wieder Autobahnbaustellen von Bilfinger, ist aber Geschichte. Kein Baugeschäft mehr bei Bilfinger, jetzt mittlerweile zum Industriedienstleister, zum Technikkonzern umgebaut, verlustreiche Bereiche abgestoßen. Aber naja, man sieht hier, der Chart sieht jetzt relativ gut aus, der 6-Monats-Chart. Vielleicht gehen wir schon mal auf ein Jahr weiter. Da können wir noch ein bisschen mehr dazu erzählen. Ja, da sieht man tatsächlich im letzten Sommer, das war eines der größten Probleme von Bilfinger in den letzten Jahren. Wenn man noch einen längeren Chart dabei hätte, würde man das noch besser sehen. Diese Gewinnwarnungen. Da gab es in der Vergangenheit einige davon, aber man sieht jetzt hier auch, wir kommen jetzt mit Schwung aus der Talsohle, haben uns hier nach oben gearbeitet, konsolidieren derzeit diese jüngste Aufwärtsbewegung hier. In diesem Bereich gab es einen Capital Markets Day, wo die neue Strategie vorgestellt wurde vom Vorstand, welche Geschäftsbereiche im Fokus stehen etc. Kann man im Aktionär alles nachlesen. Mir geht es jetzt hier um die kurzfristige Entwicklung. Soll heißen, die Bilfinger-Aktie dürfte diese Konsolidierung in den nächsten Wochen nach oben auflösen und dann diesen Trend wieder aufnehmen. Meine positive Einschätzung hat jetzt kurz vorm Wochenende nochmal ein bisschen Auftrieb gegeben. Cavian Capital als Großaktionär mit 26% hier schon einen längeren Zeitraum beteiligt, hat nochmal auf über 29% aufgestockt und ein schönes Fax nach Mannheim geschickt in die Konzernzentrale und gesagt: Herr Jungs, ich bin da, ich habe aufgestockt, ich möchte, dass ihr mal ein bisschen noch mehr Gas gibt, mir gefällt das alles so nicht. Gut, so war der Wortlaut nicht, aber das ist der Sinn. Dieser aktivistische Investor macht also weiter Druck, setzt den Vorstand dann weiter unter Druck, möchte hier für seine Beteiligung, mit der er in den letzten Jahren mit Sicherheit noch nicht ganz so zufrieden ist, weil wie gesagt, wir kommen von 50, 60 Euro, sind jetzt hier im Bereich 38 Euro angekommen, aber gebündelt mit dem Druck und der Fantasie, dass eben hier dieser Investor weiter aufs Gaspedal drückt und der Vorstand seine Hausaufgaben teilweise schon gemacht hat, sehe ich hier also die Chance für eine Aufnahme dieses oder Wiederaufnahme dieses Aufwärtstrends, dass wir dann hier in die 40 Euro, in den 40-Euro-Bereich gehen. Hier noch nachgesagt im Realdepot sind ja fast immer Realdepot-Werte, über die wir sprechen, haben wir ein Turbo-Zertifikat auf Bilfinger vor gut einer Woche aufgenommen. Also mein Szenario hier 40 Euro und dann Kaufsignal in die 40 hinein. Ein erstes Verkaufssignal im Zweifelsfall hätten wir dann im Bereich von 36 Euro, wenn das unterschrieben Ja, wird, oder? aber Also da das. könnte man, oder da haben wir jetzt auch gesagt, können wir diese Turbospekulationen sehr gut absichern. Klar, man muss ein bisschen Zeit mitbringen, aber aus meiner Sicht, wenn ich jetzt noch eine Linie reinmache, sehen wir gar nichts mehr. Also aus meiner Sicht zeigt hier der Trend aber weiter nach oben. Dann nehmen wir jetzt mal einen frischen Chart. Die Aktie von SIXT haben wir letzte Woche vor den Zahlen drüber gesprochen. In der Zwischenzeit gab es Zahlen, die waren auch, wie du prognostiziert hast. Zeig's nicht. Bitte? Ich zeig's nicht. Rekordverdächtig. Okay. Und du meintest freie Fahrt für höhere Kurse, 50 Euro Ausbruch.
Müsste ja, eigentlich fällig sein, aber warum ist das nicht passiert? Das war da. Hm. Ja, gut. Nicht den Mund nicht zu voll genommen. Die Zahlen, das Unternehmen hat geliefert, Rekordergebnis auf Gewinnseite, Umsatz 6 auch weiter. Aussichten sind auch weiter schön. Man will jetzt in Italien das Geschäft ein bisschen weiter ausbauen, eben weil ja die Urlaubsströme jetzt tatsächlich in Richtung Italien gehen. Das Thema haben wir an dieser Stelle auch oft genug thematisiert. Aber im Moment, dem einen oder anderen Investor ist vielleicht zu wenig Dynamik. Ich sehe das etwas anders. Daher dümpelt die Aktie jetzt hier noch im Bereich um 50 Euro. Aber der Trend hier, der noch sehr junge Trend, ist intakt und ich bleibe dabei, dass sich die Aktie aus diesem Gedrubbel hier, aus dieser Konsolidierung weiter nach oben lösen wird, von der 200-Tage-Linie verabschieden wird. Dann erste Ziel bleibt hier die 52-Euro-Marke. Das sollte jetzt an dieser Stelle reichen. Ich bin zufrieden mit den Zahlen. Ich kenne auch den einen oder anderen Analysten, der auch zufrieden ist und Kursziele jenseits der 60-Euro-Marke ausgerufen hat. Dividendenrendite, das Thema haben wir auch schon gesprochen, liegen wir hier bei Sixt, wie immer im Bereich um 3 Euro. Also das Bild passt und der Trend sollte auch hier nach oben gehen. Trotzdem auch hier der Vollständigkeit habe die Frage, wo man einen Stoppkurs vielleicht setzen sollte. Ja, klar, man sollte jetzt zusehen, dass die Aktie hier keine neuen lokalen Tiefs erreicht. Aber ich sehe die Gefahr im Moment nicht. Aber wie gesagt, hier dieser Bereich 47 Euro, da müsste man dann nochmal das ganze Investment hinterfragen. Also Hauptsache, wie hast du es genannt, diese Gemengelage da Gedrubbel. Am Schluss? Gedrubbel, das löst sich dann mal auf. Werden wir wahrscheinlich nächste Woche nochmal einen Blick drauf werfen. Machen wir weiter mit Verbio, da gab es gute Zahlen. Die Prognose wurde angehoben und dann kam das verdeckst du diesmal gerade nicht, ein Einbruch Insider-Verkäufe oder ein Insider-Verkauf. Was müssen wir darüber wissen? Was steckt dahinter? Was müssen wir darüber wissen? Ja, der Trend war sehr dynamisch. Ich habe es gesagt, hier, da ist mit Sicherheit auch noch mehr drin. Ich bleibe auch dabei, dass wir diese 13,48 Euro, dass diese Kurse noch nicht das Ende der Fahnenstange gewesen sind. Aber die Konsolidierung hat halt ein bisschen Feuer bekommen durch diese Insider-Verkäufe. Aufsichtsrat hat 2 Millionen Euro wert Aktien verkauft, aber Warum hat er das gemacht? Ja, das hat er mir nicht gesagt. Also, wir stehen nicht im direkten Kontakt, aber das Entscheidende ist ja, zum einen muss die Aktien auf diesem Niveau hier oben auch jemand gekauft haben, also auch noch der Meinung sein, dass die Aktie weiter steigt. Zum anderen hat der Aufsichtsrat nach unseren Recherchen aus dem Geschäftsbericht noch reichlich Aktien. Das soll heißen, er hat einen kleinen Teil verkauft für seine Verhältnisse, aber gepaart mit dieser dynamischen Aufwärtsbewegung kam es halt jetzt hier zu dieser doch sehr groben Konsolidierung und entscheidend ist, du kannst auch gerne schon auf den Jahreschart übermalen, dann male ich die schöne Linie im Bereich um 10 Euro nochmal rein. Diese hier, man hat hier gesehen, hier gab es den ersten dynamischen Move und hier gab es dann eine kleine Konsolidierung. Dieser Bereich ist jetzt halt kurzfristig entscheidend. Beim Aktionär gehen wir, also ich und auch der ein oder andere Kollege davon aus, dass wir jetzt tatsächlich hier die Korrektur beenden im Bereich um 10 Euro. Das Risiko, dass wir hier nochmal drunter schießen, dass hier nochmal der ein oder andere Stopp abgeholt wird, wie es salopp in der Branche heißt, ist da, aber danach sollte sich aus meiner Sicht das Ganze wieder beruhigen und die Aktie wieder in den Aufwärtstrend übergehen, weil die Ethanol-Futures steigen, wieder steigen weiter und operativ ist das Unternehmen auf Kurs und wird aus unserer Sicht immer noch die Prognosen mehr als erfüllen. Also die Kollegen rechnen auch hier immer noch mit einer Prognoseanhebung im laufenden Jahr. Also insgesamt operativ weiter auf Kurs, aber man sieht, wir haben hier einen satten Kurssprung gehabt. Jetzt gab es diese Konsolidierung, aber Ruhe bewahren und zusehen, dass wir hier tatsächlich wieder nach oben drehen. Werden wir sicherlich nächsten Montag dann nochmal schauen, wie sich das dann am Ende gestaltet hat. Ein abschließender Blick noch auf die Aktie von QST. Haben wir auch in den letzten Tagen oder Wochen drüber gesprochen. Es gab ja Zahlen, Umsatz und Gewinnrückgang, allerdings Umsatzsteigerung im wichtigen Cloud-Geschäft. Der Aktie hat das zunächst auch ein bisschen geholfen, aber jetzt die 200-Tage-Linie hat sich als zu großes Hindernis herausgestellt. Oder was müssen wir fundamental? Ich glaube, wir haben da gar nicht drüber gesprochen. Das war der Kollege Maidorn. Ich bin jetzt auch auf den Zug aufgesprungen, weil ich der Meinung bin, dass QSC, gehen wir gleich auf den Jahreschart, weil der 6-Monats-Chart, der sieht eigentlich ich will nicht sagen übel aus, aber gut, in dem Bild wird sich besser. Ich bin der festen Überzeugung, dass wir hier mit dem Geschäftsbericht fürs letzte Jahr und dem Ausblick für 2017, der von dem einen oder anderen Analysten noch als sehr verhalten oder konservativ oder auch schwach dargestellt wird, das Gröbste auf dem Tisch liegt. Soll heißen, alles Negative im Konzern liegt jetzt auf dem Tisch.
ist möglicherweise auf diesem Niveau auch eingepreist. Dazu gab es jetzt vor 10 Tagen auch ein paar Insiderkäufe von einigen Vorständen. Und ich gehe mal davon aus, dass die wissen, was hinter den Kulissen passiert. Also hier dieses Niveau im Bereich um 1,60 Euro auf etwas längere Sicht eine Chance, von einer neuen Trendwende zu profitieren. Denn wenn jetzt tatsächlich das Geschäft, also dieser Switch, wie du es schon richtig gesagt hast, in das Cloud-Geschäft, denn das wächst im Gegensatz zu dem Telekommunikationsgeschäft, da will das Unternehmen ja auch hin. Wenn dieser Wandel jetzt tatsächlich funktioniert, Früchte trägt, weniger Verluste geschrieben wird, auf sich dann Gewinne eingefahren werden, der operative Cashflow ist schon positiv, deswegen wird ja auch eine schöne Dividende gezahlt. Und dann, kommen wir mal zu dem Wichtigsten, sollte die Aktie tatsächlich auch wieder nach oben drehen. Vielleicht nicht ganz so dynamisch, wer weiß, wie in dem vergangenen Sommer, aber wenn das jetzt mal bei Investoren, Analysten auch so langsam durchsickert, dass hier das Negative alles eingepreist ist, dass es operativ nach vorne geht, dann könnte das ganze Thema auch recht schnell gehen. Von der Branchenkonsolidierung, Übernahmefantasie etc. will ich jetzt hier nicht reden, das ist mit Sicherheit viel zu früh, aber hier hat man die Chance jetzt tatsächlich recht früh bei dem operativen Turnaround dabei zu sein und dann sollte es hier erstmal Richtung 1,90 Euro beziehungsweise dann hier diese 2,10 Euro Marke wieder sehen. Wie gesagt, das passiert nicht heute, das passiert nicht morgen. Das passiert aus meiner Sicht in den nächsten Wochen, da ja hier dieses Niveau, ja, sehr gut, um den klassischen Fuß in die Tür zu stellen. Alles klar, ganz herzlichen Dank, Michael. Entschuldigung, dass ich dich mit Alfred Maidon verwechselt habe, aber das haben wir verziehen. Bei so vielen Aktien, so vielen Gästen, auf jeden Fall danke für die Einschätzung, liebe Zuschauer. Dann bis nächste Woche bei Schröders Nebenwerte-Watchlist.